Hallo alle miteinander, Dr. Bloodpoints hier und ich dachte mir, heute zeige ich euch mal in einem kurzen Guide-Video, wie man eigentlich beim Ausgeben seiner Bloodpoints so viel wie möglich aus seinen Blutnetzen mitnehmen kann oder so viel wie möglich aus seinen Punkten machen kann. Da wir gerade ein doppeltes Blutpunkte-Event haben, lohnt sich das ganz besonders. Und ich werde das vorführen am Beispiel meines Level 50 Trappers, da man die längste Zeit sowieso an Level 50 Blutnetzen zu knabbern hat. Die meisten Blutnetze oder alle Blutnetze auf genügend Prestige beinhalten zwei Perks, wovon man meistens eins mehr will als das andere. Und die Entity folgt drei simplen Regeln. Erstens, nimm dir immer das andere Perk, wenn der Spieler einen Perk nimmt. Zweitens, nimm dir dein erstes Item nach 5 Items. Drittens, arbeite dich von außen vom Blutnetzrand zur Mitte vor, aber geh alle Schritte, die du kannst, ohne mehrere Items auf einmal zu nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt auf dieses Blutnetz gucken, dann lassen sich diese Regeln für unsere Gunsten auslegen, indem wir sagen, dieses Shadowborn verzichten wir drauf, wir wollen Ruin, wir wollen hier die doppelten Punkte. Und sagen wir mal, wir wollen nach Möglichkeit noch die Setting Tools und hier oben den Waxbrick. Also möglichst alle guten Add-ons wollen wir mitnehmen. Dann ist die erste Regel, die wir ausspielen können, die Regel, dass die Entity immer nach 5 Items aktiv wird. Das heißt, wir nehmen uns diese ersten zwei. Hier kommt die nächste Regel ins Spiel. Wenn ich dieses Item nehmen würde, würde die Entity sofort das hier nehmen und aktiv werden. Das wollen wir noch nicht. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal diese beiden. So, jetzt habe ich 4 genommen und hier ist dieses kleine schwarze Ding aufgetaucht, was mir sagt, hey, mit meinem nächsten Zug schlucke ich das hier. Das heißt, als mein 5. Item triggere ich Regel 1 und 2, nehme mir das Perk und zwinge die Entity, sich das andere Perk zu nehmen. So, die Entity muss sich jetzt Richtung Mitte bewegen. Das heißt, sie muss als nächstes das hier nehmen und das wird gleichzeitig das da schlucken. Danach fängt sie irgendwo an der Außenkante wieder an. Voraussichtlich da, wo sie möglichst lange Züge machen kann. Das heißt, ich rate jetzt schon mal, der vermutlichste Startpunkt für die Entity nächstes Mal ist entweder hier außen oder hier. So, das heißt, ich reagiere jetzt, indem ich sage, ich nehme diese Münze mit. Und jetzt mit meinem nächsten Zug, wo die Entity an einem neuen Ort auftauchen wird, nehme ich mir das Item, was ich wollte, auf dem äußersten Ring. So, sie ist jetzt hier unten drin gespawnt, das heißt, sie wird jetzt als nächstes das hier nehmen, weil das ist der längste Weg, den sie gehen kann. Das heißt, ich nutze die Zeit aus und sage, ich gönne mir hier auch noch die Münze, indem ich mir das hier sichere. Oh, sie hat sich doch für den kürzeren Weg entschieden, das heißt, sie hat resettet, sie wird als nächstes wieder irgendwas auf dem äußeren Ring nehmen, vermutlich jetzt den da. Das heißt, ich gönne mir jetzt diese Münze hier, sie ist hier reingespawnt, da habe ich gar nicht so viel gegen, das soll sie sich ruhig mal bedienen auf der Seite. Dann nehme ich mir mein Ziel-Item mit, ich nehme mir hier noch was Schönes, Wertvolles mit, hier hole ich mir auch nochmal das beste andere Item, was ich noch zur Verfügung habe. So, das hier will ich definitiv nicht, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal das hier, nur um sie zu zwingen, sich das zu holen, weil verbunden. Dann gönne ich mir hier noch was Gutes, sie muss das außen nehmen und ich kriege sogar noch die Blutpunkte in. Viel mehr Value hätte ich mir für meine Punkte gar nicht holen können. Wenn ihr nochmal zurückgeht zum Anfang, ich habe quasi jedes einzelne, auch nur ansatzweise gute Item, was ich haben wollte, bekommen. Alles in meine Tasche. Aber das hätte ich jetzt natürlich vorplanen können. Das heißt jetzt, um zu demonstrieren, dass es auch wirklich funktioniert, machen wir das Ganze nochmal mit einem neuen Blutnetz, das gerade erst frisch generiert wurde. Ich will auf jeden Fall die lila Tools, ich will auf jeden Fall den Iridescent Stone und ich möchte als Perk Agitation. Das heißt, ich gönne mir die zwei Schritte zur Agitation. Jetzt muss ich die Entscheidung treffen, wie viel Zeit habe ich, wenn ich Agitation nehme. Die Antwort ist ein Schritt, zwei Schritt, drei Schritte, bevor die Entity durch ist. Das heißt, ich gehe hier rüber, gehe schon mal zu dem Ding hin. So, jetzt ist die Entity hier aufgepoppt. Das heißt, sie wird sich das da nehmen. Das lassen wir jetzt mal zu. Nehmen uns den Stein hier außen raus. Nehmen uns das hier. So, und jetzt ist sie neu mit Spawn dran. Jetzt nehme ich das Perk und hoffe, dass sie sich von all den äußeren Feldern nicht meine Fasting Tools aussucht. Siehe da, hier sind mehrere Schritte dran.
Ich habe gewonnen und habe das Item, was ich wollte. Die einzigen anderen interessanten, die im Blutinstitut drin sind, sind hier das. Das kann ich mir auch gönnen. Nochmal Setting Tools, sehr schön. Das hier, auch sehr gut. Das hier sieht nicht schlecht aus, aber ich gebe das jetzt mal ab, weil das ist ganz außen. Das heißt, die Entity muss das nehmen, wenn ich es nicht nehme. Das heißt, ich komme auch noch an das Jigsaw-Piece ran und ja, letztendlich mein Abschluss-Item. Soweit, so gut. Also auf diese Art und Weise kriegt man das meiste an Value aus seinen Bloodpoints raus. Nun zur Gegentheorie. Wie komme ich durch möglichst viele Level durch an möglichst viele Perks, ohne Bloodpoints auszugeben? Naja, möchte ich hier jetzt ungern demonstrieren, weil das da will ich eigentlich haben. Aber die Methode wäre normalerweise zu sagen, ich steuere so billig wie möglich ein Perk an und tobe mich danach hier im braunen Bereich aus, während die Entity das ganze teure Zeug frisst. Nur auch hier werde ich jetzt nochmal demonstrieren. Ich kann der Entity vor der Nase rumtanzen und mit dem fünften Schritt das Perk nehmen. Ja. Und krieg alles, was ich vorher haben wollte. Meine gesamten Prioritäten sind eigentlich weggesammelt. Das einzige andere gute Item ist ganz in der Mitte. Vielleicht noch das gelbe Mori. Okay, kann man jetzt nehmen, kann man nicht nehmen. Die Haken. Ja, gut, wenn ich drei Jakes mit Boxen sehe, ne? Ich steuere dann jetzt mal auf das Mori zu, auch weil ich hier diese Box aufmachen will. Mori ist weg. Gut. Und die Oak ist auch weg. Manchmal, ich hätte direkt auf die Oak gehen sollen. Man kann halt nicht immer alles gewinnen, ne? Wenn man so eine Situation hat, wo es Dreierabstände auf zwei Seiten gibt, dann ist es ein bisschen 50-50. Und letztendlich passiert einem das aber auch erst, nachdem man alles Gute wirklich eingesammelt hat. Ja. Und auf diese Art und Weise könnt ihr euch in euren Blutnetzen immer genau das holen, was ihr wollt. Oder möglichst billig die Netze ausfüllen, um mehr Punkte übrig zu haben für weitere Perks. Ja. Oh, ja, genau. Hier haben wir doch nochmal ein schönes Beispiel. Ich will eigentlich das Coil, ich will aber auch Make Your Choice und ich möchte auch gerne die Party Streamer. So, das heißt, meine Wahl ist jetzt, ich opfere Make Your Choice. Ich gehe hier hoch mit zwei Schritten. Ich gehe hier rüber zu den Streamern mit zwei Schritten. Ich gönne mir das Perk. Sie muss dahin gehen. Ich gönne mir also das Coil. Sie muss hier hingehen. Ich gönne mir also den Trapper Sack. Bisschen schade um die Tools, aber ich krieg den Sack. Und ich krieg meine Stream. Und das Ganze kann man noch weiter treiben, dadurch, dass ich die Entity dazu verleite, hier ganze Zweige abzuschneiden. Einmal hier, ne, den Zweig für diese und hier den Zweig für die da. Dadurch verliere ich zwar ein paar gute Items, aber ich kann drastisch die Kosten reduzieren. Dieses gesamte Level 50 Blutnetz hat mich gerade nur, was waren das, 27.000 Blut gekostet? Viel billiger kann man es nicht mehr kriegen. Und ja. Letztendlich, jetzt wisst ihr, wie man Items aus Blutnetzen raussniped. Ihr wisst die drei Grundregeln, denen die Entity folgt. Und ihr wisst, wie ihr eure Punkte ausgeben könnt, wenn ihr das Maximum an guten Add-ons rausholen wollt. Benutzt dieses Wissen weise. Das Blutpunkte-Event läuft noch. Und danach haben wir das Anniversary-Event. Gönnt euch guten Kram. Viele Grüße und see you in the Fog. Dr. Bloodpoint signing out.